Ich übergebe an Selma und an Jermin Langhoff. Ich kann als Schauspielerin sagen, als schwarze Schauspielerin hier in Deutschland, die sich am Set und auch am Theater sehr viel Mist anhören muss, die meistens besetzt wird, wenn Refugees gebraucht werden, Prostituierte, Sklaven, Menschen, die kein Deutsch sprechen, obwohl ich Deutsche bin, sagen, dass Jermin und das Gorki, das Maxim-Gorki-Theater, das einzige Theater sind hier in Deutschland, die es richtig machen, die eine Vielfalt aufweisen. Wenn ihr ins Gorki seht, werdet ihr sehen, es ist ein gemischtes, buntes Ensemble, das Deutschland meiner Meinung nach so repräsentiert, wie Deutschland ist, wo man sich wiederfindet. Jermin Langhoff. Königin des Postmigrantischen Theaters. I think we don't need another hero. Wir brauchen keine neuen Helden. Die Helden heute sind eine Viertelmillion Menschen, die hier sind. Ihr seid die Helden. Ihr seid die Helden. Ich hatte das Glück, das Vergnügen, auf dem ersten Lauti zu sein, vom Anfang bis hierher der Demonstration. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schön ihr seid, wie unglaublich ihr seid, wie wunderbar ihr seid, wie glücklich wir alle uns schätzen sollten, dass genau dieser Tag der Beginn ist, dessen, dass wir laut werden, die Mehrheit in diesem Land, die Mehrheit, die aufgerufen ist, von keinem Geringeren als den Anwältinnen des Gesetzes, des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen bleibt unantastbar. Politisch Verfolgte genießen Asyl. Wir werden für die freiheitlich-demokratische Grundordnung unser Recht auf Widerstand nutzen und auf die Straße gehen. Wir werden die politische Schönheit dieses Landes sein, das nach dem Faschismus 48 mit Theodor Heuss und seinen Mitstreiterinnen sich ein Grundgesetz gegeben hat für den Frieden auf der Welt, für den Frieden in Europa, für den Frieden in unserem Land. Lasst uns dranbleiben, lasst uns den neofaschistischen Kräften keinen Meter weit Platz bieten für ihre Lügen, für ihre Propaganda. Ich bin 50 Jahre alt. Ich stehe auf der Straße, seitdem ich als Neunjährige ins Exil nach Deutschland gekommen bin, aus einem der vielen Militärputsche in der Türkei. Das ist der politisch schönste Aufzug, den ich in meinem Leben gesehen habe. Danke euch, euch eine Viertelmillion, euch den vielen Heldinnen. Wow. Bin zu Tränen gerührt. Danke.